Hallo Stefan, mit welchem Thema hast du dich befasst? Ich habe mich mit der Geduld beschäftigt. Okay. Das ist für mich so etwas wie, dass man Herausforderungen begegnen kann, indem man sie erträgt oder Schwierigkeiten besser erduldet. Mhm. Und im Alltag zum Beispiel merke ich das in der Kommunikation, wenn ich von jemand anderem etwas erwarte und vielleicht eine andere Lösung präsentiert bekomme, als ich mir selber erwartet habe, dann hilft mir die Geduld dabei, auch andere Lösungsansätze für gut zu erachten. Mhm. Und Taekwondo? Taekwondo ist für mich Geduld etwas sehr Faszinierendes, und zwar, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, für meine Leistung, für meinen Körper. Und zwar, ich bin manchmal auch ungeduldig, was zum Beispiel eine Gürtelprüfung oder das Fortschreiten in den technischen Können anlangt. Und dann hilft mir eben die Geduld zu sagen, ja, es braucht eben seine Zeit, bis man eine gewisse Meisterstufe erreicht. Und letztendlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass jemand, der ungeduldig ist, im Taekwondo Fortschritte macht. Das funktioniert nicht. Also ich selber aus meiner Erfahrung, unterrichte jetzt 30 Jahre, Menschen, die keine Geduld mit sich bringen, egal wie talentiert sie sind, können extrem hochtalentierte Athleten sein. Wenn sie die Geduld nicht haben, schaffen sie es nicht, Meister zu werden, weil sie einfach vorher die Reise nicht sehen. Also Geduld ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke für deine Zeit. Dankeschön.